Servus. Im Hintergrund hört man meinen kleinen Bruder. Und hier kommt wieder die Walkie-Talkie-Sprache. Und wir spielen weiter. Wir sind drei. Ich hatte da irgendwie einen Auftrag das letzte Mal, doch ich kann mich schon wieder nicht dran erinnern. Guck. Scheiße. Hallo. Ja, das letzte Mal war der Typ da drin, aber der ist da nicht mehr. Ja, vielleicht ist er ja drüben in der Taverne. Was denn? Pirat. Ach, da bist ja du. Ach ja. Die Sache bei dir? Tu mal die Kamera weiter vorheben. Ja, so vor auch mal wieder nicht. Okay. Okay. Dann komm mal mit. Hallo? Hallo? Geht doch. Ach so, im Übrigen, es ist ja dann Weihnachten wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt. Also Happy Weihnachten euch allen. Und ein frohes Fest euch allen. Upsala, da macht man gleich einen Purzelbaum. Jetzt würde ich eigentlich den Typ fragen oder hier irgendwas machen, aber egal. Gehen wir halt zurück zum Schiff. Da ist doch irgendwo ein Ruderboot gewesen. Ach, ist auch egal. Weißt du was, ich schwimme mal rüber. Hoho! Nichts geht über ein bisschen baden. Im kalten Meer. Ja, das kannst du ruhig machen. Aber nicht zu arg auf die Pelle rücken, okay? Hallo, weiter. Ich bin hier am Massiveln. Ach so. Hä? Hallo? Geht doch. Na, Kleiner? Was sagst du? Ah, Goldtaler. Nicht schlecht. Danke, kleiner Mann. Viel Spaß beim Trainieren. Ich gehe wieder ans Steuer. Na, wieder rasieren. Ja. Dann wieder ans Steuer. In See stechen. Gehen wir kurz nach Terranis.
Ja, Nase jucken. Mitten in der Nacht. Kannst du eigentlich nicht mitkommen? Ich habe meine Befehle und die führe ich auch aus. Ja, Sir. Okay. Ich nehme der Herr Edward mit. Der übergewichtige Nachbar schreit mal wieder rum und rennt zum Kühlschrank. Lustig. So pam 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 pam. Wo ist das Essen? Nichts gegen übergewichtige Nachbarn. Wie viele Minuten haben wir denn eigentlich jetzt schon? 6 Minuten. Man liegt ja noch gut in der Zeit. Könnt ihr doch weiterhalten? Gehen wir mal hier zum Schmied. Was gibt's? Ja. Zeig mir mal kurz, was du da hast alles. Naja, egal. Gucken wir hoch zum Schmied. Gut, da ist leider niemand. Nein. Wenn, dann mache ich das ungesehen. Okay, warte, hat der übrigens einen Auftrag für uns oder haben wir das schon? Welche Aufgabe hast du unter den Wächtern? Ich bin für die Wartung und Instandsetzung der Schusswaffen zuständig. Haben zwar nicht wirklich viele, aber ich bin der Einzige, der was davon versteht. Aha. Darum muss ich auch nicht in den Minenattern oder wie dieser Betanio das Waschwein spielen. Ja, ja, okay. Ja. Dann gucke ich halt später mal weiter bei ihm. Kein Plan, wieso ich das jetzt gemacht habe. Hat denn hier keinen anständigen Auftrag? Weil ich da. Weißt du was? Vielleicht können wir hier ein bisschen. Oh, weg. Naja, egal. Zack, Lagerfeuer, Fels. Ach, egal. Was Spannendes hier noch zu finden. Okay, die Wächter. Oh, weg. Nein, Seekarte, zurück zum Schiff. Was mache ich denn jetzt noch?
Geh mal kurz zur Nebelinsel und schlagen uns da ein bisschen durch. Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Ein paar Minuten haben wir noch, habe ich gesagt, Herr Kameramann. Zum Strand, die Strand, Strand. Schildkröte. Das war der übergewichtige Nachbar. Immer die Schild nach vorne. Brechen durch die Decke. Wenn sie zu viel Übergewicht haben. Huch. Ratte. Stirb. Und stier. So, um diesem Lagerfeuer machen wir eine kleine Sendepause. Wobei, ein paar Sekunden habe ich noch Zeit, deswegen lade ich noch ein paar Sekunden vor. Ich will es perfekt haben. Und zwar... Habe ich kein Fleisch? Okay. Tschüss.